Check. Was geht ab, YouTube? Heute reagieren wir auf Stirnackenkommando von Kolle und Farid, JBG2. Jetzt ist gerade Werbung, deswegen ja, hört man sich gleich. So, das war's von der Werbung. Ja. Dann wollen wir mal, hätte ich gesagt, let's go. Hey, ich komm im Mercedes, Bitch, bitte rede nicht. Ich komm im Mercedes, Bitch, bitte rede nicht, Alter. Der Farid fängt schon mal stark an und Junge, dieser Stirnackenkommando, wortwörtlich Stirnacken. Ich trag mich ne Rolex, weil ich wissen will, wie spät es ist. Ich will auf die Bühne heute mit großem Applaus und lass den Dicken raushängen, als wär mein Hosenstall auf. Die Patrone im Lauf. Eine Glock, kein Schuss, hinter blauen Augen verbirgt sich ein Jochbeinbruch, ey! Jochbeinbruch, out. Indirekter Diss gegen Flair damals, ist wahrscheinlich schon. Mach auf Gangster, mach ruhig auf Tupac. Doch echte Gangster hängen nicht mit Jimmy Blue ab. Doreen will Feature, doch ich will einen Blowjob. Wie arbeitslose Trompetespieler. Ach geil, die Vergleiche wieder, ne? Legendenlein. Doch trainier Beine nicht, weil man sie im Club nicht sieht. Ja. Fick deine Gucci Jeans, wir kommen im Pusher Sweater. JPG Schrägstrich, wir ficken deine Mutter Rapper. Sie kassieren Hartz, wir doch fahren Lambo. Und werden nach zwei Bierflaschen zu Rambo. Alter, Alter, ich schwör's dir, dieses Video allein schon. Boah, das Junge, komplette Erinnerung. Lambo. Und werden nach zwei Bierflaschen zu Lambo. Oder wie wir nach einem Gramm Koks. Stirnackenkommando, Stirnackenkommando. Jetzt kommt der Kalle. Blaue Augen wie Pfauenfedern. Steroid-Rap, wer will Beef jetzt? Ich seh kaum Gegner. Alter, breiter als Brock Lesnar, der Typ. Junge, Junge. Fader, guck im Internet, hast du's drauf, aber komm, tauch ich auf, machst du Clown dein Maul nicht mehr auf wie Bauchredner. Schau auf den Player, ich hab raus, die blauen wie Laubbläser, mehrere Frauen in jeder Town, die saugen wie Raumpfleger, bin unterwegs im Boss-Modus. Du im Stricher-Modus, fick ich hoch, dann kommen sie öfter als im Fernsehen Hitler-Dokus. Du findest... Alter. Shit, niveaulos, änder deine Meinung, oder wir rennen bei dir rein mit Basies, Bitch, und ändern deine Meinung. Du kriegst Faustschläge wie ein Sandwag und dein Haupt ähnelt an Lamragu. Du Punkter, du bei Punchlines auf dem Schlauch stehst wie mein Schwanzvertrug. B-O-Doppel-S. Und ich will Blut wie Al-Qaida. Der Typ, der letztes Jahr mehr als ein Fußballstar verdient hat, heute fragt Kulzerwasch nach Features, nur um sagen zu können. Heute fragt Kulzerwasch nach Features. Alter, so geil. Dass er die Nummer 1 kennt, die Supermarktkassierer. Sie kassieren Hartz, wir doch fahren. Also Supermarkt, okay, weil er die Nummer 1 kennt, wie Supermarktkassierer, ey, Junge, Junge, allein schon damals, so was geht es zu geil, boah, bisschen müde, Junge, Junge, also für mich ist Kolle und Farid, die stehen auf jeden Fall über Azad und Zawasch, also natürlich Azad und Zawasch eine andere Zeit und so, aber vom Legendenstatus finde ich Farid und Kolle, das ist viel also prägen da sowieso, ne, das ist meine Zeit, aber ich meine, die haben viel mehr gemacht für Deutschrap, meiner Meinung nach. Vor allem die Kollabos haben rasiert. Rambo. Oder wie wir nach einem Gramm Koks. Stirnackenkommando. Stirnackenkommando. Sie kassieren Hartz, wir doch fahren Lambo. Und werden nach zwei Bierflaschen zu Rambo. Stirnackenkommando, Stirnackenkommando. Ich muss ein Uchen, Heususen, Missgeburten ficken. Guck dich an, du bist eine Witzfigur wie Fritzchen. Deutschrap jetzt. Du bist eine Witzfigur wie Fritzchen. Alter, was? Jeder Clown Gangster werden. Ich bin wie Minen und lass Draufgänger sterben. Gangster wie Ska. Boah, die Line war krass. Ich bin wie Minen und lasse Draufgänger sterben. Face Party wie Marlon
Rondo Primetime Drive-By, Schüsse aus Fadis Lambo. Mir können diese Noten nix anhaben, denn ich geh nur in Clubs, wo die Noten nix anhaben. Früher, Bro, konntest du mich runden im Rollfahren. Scheiß auf Ante, heute nehm ich zum Pumpen nur Goldbahn. Deine Kumpels sind Vollspasten. Alter. Und ihr habt mehr Schlägertypen vor euch als Kunden im Golfladen. Vorsicht, du Bitch. Wenn du nicht willst, dass dein Gehirn, nachdem dich eine Ohrfeige trifft, auf fünf Bordsteine spritzt. Junge, was ist. Junge, diese asozialen Parts. Wirklich krass. Von oben erreicht die Fallschirme. Olaf mit der Faust und du Hunde. So brichst dir schon beim Zusammenzug ein paar Halswirbel. Sie kassieren Hartz IV. Wir doch ein Lambo, ey. Und werden nach zwei Bierflaschen zu Rambo, ey. Oder wie wir nach einem Gramm Koks gehen hatten. Oder wie wir nach einem Gramm Koks. Eieiei. Ei. Lambo stehen nach einem Kommando, ey. Sie kassieren Hartz IV, doch fahren Lambo, ey. Zwei Bierflaschen zu Rambo, ey. Oder wie wir nach einem Gramm Koks. Kommando. Alter, der Typ ist aber auch richtig breit wie Brock Lesnar, Mann. Junge, Junge. Ich frage mich immer wieder, wenn Kolle und Farid keinen Test zu sich genommen hätten. Also, das weiß ich natürlich nicht, aber die Gerüchte waren damals, ne, oft am Start. Ich glaube, die nehmen das schon. Junge, ich frage mich echt, wie die von der Statur heutzutage wären. Immer noch lauchig oder vielleicht wenig breiter oder sogar vielleicht sogar mehr, aber ich glaube ja nicht. Wäre schon mal sehr interessant zu wissen, aber ja, da muss man es auch wissen. So. Ja, Mann. Self-Made Records. NASA Films. Okay. Und, zu geil, Alter. JWG2, Stirnackenkommando. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Einfach zu geil. Der Stirnacken. Doch, ich trainiere Beine nicht, weil man sie im Club nicht sieht. Top 10 Line der 2010er Jahre im Deutschrap. Ja, Kultstatus sowieso. Der hat recht. Dieser Song hat mich zum Deutschrap-Hörer gemacht. Krass. Oh. Wird auf Spotify vermisst. Oh ja. Ohne das Album würde ich richtig fliegen. Danke. Alter. So sein. 9 Jahre später und immer noch besser als der Mainstream-Scheiß. Da sind meine Freunde in der 7. Klasse gehört und wie Sylvester Stallone gefühlt. Nostalgie pur. 2009 bis 14 war einfach so eine geile Zeit. JBG 1, JBG 2 einfach bis heute beste. Das war Deutschrap Prime. Alter, nur Oldschooler hier. Richtig geil. Dieses Album wurde fürs Gym gemacht. Für sonst nichts. Nur fürs Gym. Ja. Dank diesen zwei habe ich vor 10 Jahren mit Fitness angefangen und mit Testo die beste Entscheidung meines Lebens. Danke, Jungs. Ja, geht auch naturell, aber okay. Wegen diesem Lied habe ich angefangen, Deutschrap zu hören und wegen Wolke 10 von mir habe ich aufgehört. Ach, safe, ey. Sogar. Beste, was man im Gym hören kann, genauso wie Drive-By aus von Massacre 3. Ja, Mann. Das war, ich will nochmal dahin zurück, ja. Das war Prime Deutschrap, ich will nochmal dahin zurück, oh ja. Ehre fürs Hochladen, die Zauberschleine ist so legendär. Ja, das waren noch Zeiten, Leute. Also, das war's von der Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, dann ein Abo. Stirnackenkommando. Junge, Junge. Wer von euch hat auch so einen Stirnacken? Also, ich glaube wieder mal so viel Scheiße. Mach's gut und Peace.